Hallo ihr Lieben, es gibt tolle Neuigkeiten. Mein erster Online-Häkelkurs für Wohndeko geht bald an den Start. Voraussichtlich Mitte Oktober, gerade in der Jahreszeit, wo wir es uns zu Hause wieder gemütlich machen. Ja, mit Tee und Kerzenschein und einem schönen Handmade-Projekt startet mein erster Online-Kurs einfach Wohndeko häkeln. Und wie wäre es, wenn du mit Leichtigkeit häkeln lernst, deine Kreativität weiter förderst und mit einem neuen Hobby ein bisschen vom Alltag und Beruf entspannen kannst? Vielleicht hast du ja auch schon Häkeln früher in deiner Kindheit im Handarbeitsunterricht gelernt und möchtest deine Häkelkünste jetzt weiter vertiefen, dann ist der Online-Kurs auch was für dich, denn dich erwarten 15 wunderschöne Wohndeko-Projekte. Ja, was erwartet dich jetzt ganz konkret in meinem Online-Kurs? Wichtig als Häkelanfänger sind natürlich die Grundtechniken zu erlernen. Und darum dreht sich alles in den ersten 5 Modulen. Ich erkläre dir wirklich Schritt für Schritt die Grundtechniken. Also wie häkelst du feste Maschen, Stäbchen, Luftmaschen. Auch zum Beispiel, wie kannst du Formen häkeln, also Kreise, Rechtecke, die du später für deine Häkelprojekte einfach brauchst. Was natürlich auch wichtig ist, ist das entsprechende Material, also sprich, welches Material kannst du am besten für welches Häkelprojekt verwenden. Dann wird sich auch natürlich was um die Häkelnadel, also um dein Werkzeug drehen. Das erkläre ich dir auch ganz genau. Und dann geht es natürlich noch darum, wie kriegst du einfach einen schönen Abschluss von deinem Häkelprojekt hin. Das sind alles Themen, die wir in den ersten 5 Kapiteln bearbeiten. Damit du dann später mit Leichtigkeit einfach deine Projekte und mit Freude umsetzen kannst. Wenn du dann mit den Grundtechniken vertraut bist und feste Maschen, Stäbchen und Co. häkeln kannst, erwarten dich 15 wunderschöne Wohndeko-Projekte in diesem Online-Kurs. Unter anderem zum Beispiel dieses Yogakissen, dieser Sitzpuff, dann jede Menge Körbchen in verschiedenen Formen, einmal eckig und auch rund, wie zum Beispiel hier mit so einem schönen Boden. Dann ist auch ein Türstopper dabei. Dann habe ich noch Platzsets, Untersetzer und auch dieser schöne Barteppich wird in einem Video ganz ausführlich erklärt. Und dann haben wir noch auch ein bisschen Wanddeko, wie zum Beispiel hier diesen schönen Dekoring, den ich umhäkelt habe und hier auch mit Fransen verschönert habe. Diese Projekte und wie gesagt, insgesamt sind es 15 Wohndeko-Projekte, erkläre ich dir in den einzelnen Videos wirklich Schritt für Schritt, sodass du gut mitkommst. Und unter jedem Video findest du auch immer noch die passende Häkelanleitung dazu, die du dir dann als PDF runterladen kannst. Ein besonderes Highlight von diesem Online-Kurs wird auch ein Entspannungsmodul sein. Und zwar, damit du auch weiterhin körperlich entspannt bleibst für deine Häkelprojekte, gibt es im letzten Modul ein paar Entspannungsübungen für deinen Nacken, für die Schulter und für die Hände. Und zwar von einem ausgebildeten Bewegungscoach. In den nächsten Wochen werde ich auf meinem Instagram-Kanal Maschenherz noch weiter über den Online-Kurs und die einzelnen Kursinhalte und auch über die Projekte berichten. Also da kannst du gern weiter verfolgen, was im Kurs alles beinhaltet ist und damit kannst du dir eine ganz gute Vorstellung machen, ja, was dich in diesem Kurs erwartet. Du kannst dich aber jetzt schon ganz unverbindlich und natürlich kostenlos auf die Warteliste setzen lassen von dem Online-Kurs und sicherst dir damit einen ganz besonderen Bonus für den Online-Kurs. Ich freue mich wirklich riesig auf meinen ersten Online-Kurs zum Thema Wohndeko-Häkeln und ich hoffe, ich kann dich mit meiner Leidenschaft ein bisschen anstecken und dich motivieren, kreativ zu sein. Den Link zur Warteliste findest du unterm Video. Bis dahin wünsche ich dir viel Spaß beim Häkeln und bis ganz bald. Hier war Ela.